Hallöchen und willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Smallland ohne Halli, S am Ende. Hallo. Ich versuche es immer irgendwie zu sagen Smallland, aber es ist immer Smallland. Ja, ich kenne das. Man will immer dieses S ranhängen. Warum eigentlich? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Aber naja, gut, wir sind wieder da. Es ist immer noch Winter. Es ist bitterkalt draußen. Wir haben schon mal kurz den Zeh rausgehalten aus der Tür. Beschlossen, wir verbringen jetzt die Folge hier im Haus und machen einfach nichts. Genau, das ist doch super. Das sind Inhalte, die wollen alle sehen. Einfach hier gemütlich rumhängen. Nein, ist natürlich ein Spaß. Wir werden natürlich noch lostingeln, wohin auch immer. Mario hat Geheimnisse. Ja, ich habe Geheimnisse. Wir haben auf jeden Fall schon mal jetzt hier ein paar bessere Waffen. Ich habe mal zwei Speere gebaut und irgendwie eine Axt hier aus Feuerstein, denn wir müssen ja an neue Rohstoffe rankommen. Wir brauchen auf jeden Fall Rinde, brauchen wir noch, ne? Und wir brauchen noch mehr Feuerstein. Das heißt, wir wissen ja schon, wo es das gibt, das Zeug. Ohne dass wir draußen erfrieren. Aber ich habe noch einen anderen Plan. Und der wäre? Den wirst du bestimmt nicht gutheißen, aber das ist... Wir haben doch letztens auf dem Weg nach Hause was gesehen. Auf dem Weg nach Hause? Wir haben eine Assel gesehen am Strand. Ach nee, auf dem Weg nach Hause, warte mal. Ja. Auf dem Weg nach Hause, wo ich gestorben bin und erfroren bin? Komm mal mit. Oh, es ist kalt. Winter! Ja, also ich sag mal so, ich würde jetzt lieben gern hier mal ganz kurz durch den Schnee stapfen im Real Life, ne? Irgendwie, es ist arschwarm hier im Zimmer. Das stimmt. Also bei euch ist sicherlich auch ziemlich warm. Wir haben gerade eine Hitze-Episode. Wir wollen es natürlich nicht beschweren. Sommer, der ist halt so, der muss warm sein. Aber ihr wisst bestimmt selber, wie das ist, wenn man gerade einen Rechner dann unterm Schreibtisch zu stehen hat und der Raum schon 30 Grad hat und dann tourt der Rechner noch hoch. Also ja, wir haben eine unter dem Schreibtisch-Sauna. Ja, auf jeden Fall. Ah, Mensch, einfach mal hier kurz, ganz kurz nur den Fuß in den Schnee rein tunken. Zisch. Fertig. Ja, so in etwa. Zisch. Das schmilzt wahrscheinlich gleich alles weg. So, was haben wir denn gesehen beim letzten Mal? Komm mal mit. Komm mal mit. Ja. Tu mal lieber die Möhrchen. Oh, tu mal lieber die Möhrchen. Also, ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, eine Axt mit. Da können wir mal gucken, ob wir am Strand unten, wo wir die Geckos hatten letztens, ob wir da vielleicht noch ein bisschen Rinde finden und natürlich noch mehr Feuerstein. Ich weiß gar nicht, wie war denn das? Hat man mit besseren Werkzeugen mehr Rohstoff rausgekriegt? Oh, das glaube ich tatsächlich nicht. Das mit den Rohstoffen ist meiner Meinung nach Zufall. Das ist einfach nur, dass du diese Rohstoffe abbauen kannst. So, aggressive Ameisen sind wieder am Start. Ja, einfach rüber hier, die folgen uns nicht. Ja, ja, ja. Übrigens, Mario hat getestet, wie das hier bei den Seerosen ist. Ich weiß gar nicht, hat man so eine Aufnahme gesehen? Nee, ich glaube, das war nicht in der Aufnahme. Ich glaube, es war danach. Das ist kein gefrorenes Eis. Nee, auch wenn es so aussieht. Man schwimmt noch. Ja, nicht so weit rein. Du kannst nee, ich wollte ja nur mal ganz kurz. Aber es sieht halt angefroren aus. Ja, wobei man auch eine Bewegung erkennt, wenn man ein bisschen stehen bleibt tatsächlich. Ja, eine ganz leichte, das stimmt. Also, wir müssen einfach nur geradeaus. Na, wir ignorieren mal die Käfer. Ich hoffe, die lassen uns in Ruhe. Das sind ja noch die freundlichen Marienkäfer. Ja, die hier nicht, die hier vorne nicht. Also. Sammeln wir nebenher ein paar Rohstoffe, weil das Inventar ja groß genug ist. Oh, großer Gerberbock ist wieder da. Den sollst du ignorieren. Ich ignoriere ihn. Tu so, als ob ich ihn gar nicht sehe. Naja, einfach weiter. Oh, die sind immer so laut. Unglaublich. Die zischen halt so richtig rum. Wir biegen mal ein bisschen hier rechts ab, also dass wir nicht den nächsten nicht auch gleich noch pullen. Ja. Man muss ja nur rechtzeitig auf Sprinten drücken. Dann erwischt der einen noch nicht. So, einfach hier lang. Könnten die aber mal resetten. Ja, machen die gleich. Oh, ich weiß, was wir letztens gesehen haben. Um Gottes Willen, nein. Eine Spinne. Mario schweigt. Oh, ich habe einen Schwarze getroffen. Nein, Spinne. Na, bleib mal hier. Die gute Bulldoggen-Ameise. Hinter dir? Ja, machen wir den jetzt doch? Da ist ein neuer. Ach so. Ja, du hast richtig geraten. Ja, Spinne. Wir brauchen da Fäden. Ja, wir brauchen Seide und da unten ist sie doch schon. Und wenn eine Spinne keine Spinnenseide hat, dann weiß ich auch nicht. Wir müssen nur auf unseren Balkon gehen. Machen wir den hier noch? Wir haben auf unserem Balkon auch Spinnennetze. Nehmen 69. Alter, das war ein richtiger Volltreffer. Oh, wow. Ja. Oh, Alter, das sieht hier manchmal auch wirklich so ein bisschen ekelhaft aus. Ja, so ein bisschen. Ja, also das war so der Plan. Ich weiß nicht, ob der gut ist, aber also das ist halt natürlich auch gleich eine große Spinne, ne? Ach, übrigens, was ich ja noch sagen wollte. Ich habe ja beim letzten Mal noch meine Leiche geholt. Das war ja ein bisschen kritisch, weil ich immer wieder draufgegangen bin. Und habe dann auch noch Eintöpfe hergestellt. Feeneintöpfe, um genauer zu sein. Die sind nämlich dafür da, dass sie Kälteschutz geben.
Lass mal die kleinen wegmachen irgendwie. Ja, ja, ja. Die halten nur tatsächlich nicht so lange. Ich weiß gar nicht, ob ich Pfeile habe. Ich habe gar keine Pfeile bei. Ah, das ist super. Ah, ich habe. Oh Gott, ich glaube, ja, ich habe auch nur zwei. Pull erstmal so einen kleinen. Ja, mit meinen letzten zwei Pfeilen. Ich glaube, dass ich nur zwei habe. Aber Mama Spinne guckt da schon so. Ja, mach mal die kleinen. Ja, oh! Nee. Ja, ist okay. Oh Gott, ist sie groß. Oh Gott, hallo! Ausweichen ist der Key. Mhm. Ach du Scheiße. Na, Glückwunsch! Aua! Na, ich empfehle Pflaster. Ich muss mich kurz einwickeln. Oh, die hat mich vergiftet, glaube ich. Aua. Ich habe in den Po geschossen. Ich weiß, aua. Oh, Vorsicht. Also, die macht richtig Schaden, ne? Ja. Oh Gott, war eine scheiß Idee. War eine scheiß Idee, schön. Ich glaube, die hat mich... Oh, ich hab Gift. Da tickt doch irgendwas. Ah, die hängt im Strauch. Oh ne, die hing im Strauch. Spinnen. Oh Gott, was macht die denn? Oh, das sieht nicht gut aus. Oh ne. Stell dir mal vor, die spawnt jetzt so die kleinen Scheißer. Oh Gott, hast du mal geguckt, wie viele Lebenspunkte die hat? Viele, ja. Ich hab das schon gesehen. Ich treffe auch einfach nicht. Doch jetzt. Na, und die ist empfindlich gegen Gift, oder was? Oder soll das heißen, sie macht Gift? Ich kann das nicht so richtig interpretieren, oben bei der Leiste. Was hat die denn für Füße? Wir machen zu wenig Schaden. Aua, mit dem Ding. Oh Gott, ich geh mal kurz mit dem Speer nochmal ran. Oh, ich treffe überhaupt nicht. Macht mein Speer Schaden? 8 Schaden. Ist nicht viel, ne? Ist ja lächerlich. Also, sie hängt gerade fest. Oh Gott, sie kommt. Wir dürfen sie hat resettet, oder? Nee. Hast du resettet? Ja, bestimmt. Großartig. Okay, also umsonst Munition verballert. Das war ja schon mal spannend. Aber, also eigentlich, also da steht, glaub... Was ist passiert? Ist gerade so dunkel geworden. Ja, du tickst noch runter und es wird gerade dunkel oder was? Bei mir stand gerade... Oh, sie kommt. Oh, nee. Oh, lauf. Ich glaube, wir haben die falsche Waffe. Wir sollten weg. Ich glaube, man braucht stumpfe Waffen bei der. Okay. Ich muss erst mal ganz schnell... Was ist mit der Axt? Macht die Axt Schaden? So ein Eintopf essen. Ist halt die Frage. Ja. Die heben wir uns mal auf, weil ich glaube, die ist nämlich resistent gegen Spitzenschaden. Mhm. Ne, da wollen wir nicht runter, da ist garstig. Komm, lass mal zum Strand. Ja, nach dieser aufregenden Spinne hier. Ja, man muss ja mal getestet haben, gegen was sie anfällig ist. Ja, absolut. Warum ist das so dunkel? Das ist doch kurz vor Mittag hier. Ja, oder kurz vor Sturm, kann auch sein. Ja, das kann auch sein. Böse Spinne. Ja, ich hör da schon Gewitter. Ja, wenn die Spinne nicht da ist, ist der nächste Gerberbock da. Okay, also wie gesagt, die ist anfällig wahrscheinlich gegen stumpfe Waffen, würde ich mal interpretieren. Ach Gott. Boah, ich mir denke so, ich meine so eine Spinne, weißt du, einfach mal kurz hier... Ja, Flammenwerfer raus, ne? Ein Speer durchponken und fertig. Ponk. Sehr schön. Kannst du jetzt hier noch Knoblauch mitnehmen? Den brauchen wir für diese Eintöpfe. Mhm. Bin natürlich jetzt... Das brauche ich gar nicht, ausgerüstet. Ich nehme mal hier so eine Axt in der Hand. Ja, mach mal. Okay, kann ich mir auch ein bisschen Knoblauch mitnehmen? Ja, mit der Billo-Axt. Gute Knofi. Weil, wir brauchen nämlich auf jeden Fall Rinde für diesen Apothekertisch. Den haben wir irgendwie noch nicht bauen können. Ja, das stimmt. Also wir wollen natürlich hier mal weiterschauen, dass wir noch die restlichen Werkzeuge. Vielleicht gibt es da irgendwas mit, weiß nicht, gegen Gift oder so. Oder gegen Spinnen, generell. So. Ich meine, irgendwie muss er das Gift ja umgehen können. Ja, ja. Also ich glaube, wir haben auch bestimmte Rezepte, also zum Kochen, wo man halt ein Gegengift sozusagen herstellt. Das wäre interessant. Nanu. Aber der Feuersteinspeer ist schon krass. Das ist ein echter Unterschied. Ja, ich nehme für die kleinen Gegner hier nämlich jetzt mal einen Steinspeer. Hm. Aber also kleine Gegner im Sinne von Ameisen. Ja, auch oder sowas die hier auch. Weil das Problem ist, wir haben halt nicht so viel Feuerstein. Wir haben beim letzten Mal 30 Feuersteine eingesammelt. Und so ein Speer kostet halt schon 8. Ich weiß halt nicht, was eine Reparatur kostet, weil wenn wir den reparieren müssen. Wenn er nicht so kaputt geht, dann kostet der auch nichts. Ja, das stimmt, aber... Deswegen müssen wir mal rechtzeitig dran sein. Hast du denn die Matze eigentlich für eine Werkbank mit? Nee. Na, super. Müsste man halt einfach mal kurz bauen, ist ja kein Problem.
bisschen Roggen mitnehmen, weil wir brauchen halt neue Saaten. Oh, guck mal, das ist ein Gecko. Hallo. Ach, da ist er wieder. Hallo, Gecko. Den haben wir ja schon beim letzten Mal gut kennengelernt. Ja, den können wir auch nochmal kennenlernen. Wir brauchen Zeug. Ja, Reptilienhaut. Dinge. Wir müssen ja irgendwann nochmal zurück zu Drustana und stellen uns dann da so eine Bienenrüstung her. Ich habe meine alten Zettel wieder rausgekramt, wo drauf steht, was wir brauchen. Aua. Aua. Ach, der schlabbert. Er schlabbert Tee. Oh Gott. Das ist Schlabbertee. Prost. Oh je, oh je. Ich sag dazu mal nichts. Nee, besser ist. Ja, gute Schlabbertee, wir kennen nicht. Ich weiß gar nicht, wo jetzt der Weg hier eigentlich runter war. Ich glaube hier. Ja, ich glaube hier ist doch gleich diese Gecko-Höhle. Ja, die ist ein Stück weit da oben gewesen. Ach so. Ja, das macht nichts. Wir können... Ach, da ist wieder der große grüne Käfer. Oh. Ah, der war schwierig. Der hat mich beim letzten Mal umgebracht. Warte mal, wird kalt irgendwie. Warum? Naja, der Eintopf ist um. Hm. Na jetzt. Hat ein bisschen gedauert, bis es aktualisiert. Meinst du, wir kriegen den hin? Klar. Ach, Freundchen. Grüner Käfer. Stimmt, du hast ja beim letzten Mal auch alleine hingekriegt, als ich dich hier hab einfach stehen lassen. Übrigens, wenn man kurz bevor der zuhaut und man direkt Blocken drückt, ist er kurz gestunt. Was ist denn Blocken? Na, was waren hier Blocken? E. Drück mal Blocken, aber nicht wissen, was es ist. Ja. Na, E. E. Stimmt, mein E. Gott, also alles muss man dir sagen. Ja, deswegen frage ich doch. Das macht so viel Schaden, ey. Oder kannst du mal ein bisschen Zeug sammeln? Feuerstein wollte ich. Ja. Mit der Mandibelspitzhacke. Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich schon wieder was gegessen. Ja, ansonsten hättest du den Rocken mitnehmen können, wenn hier noch welcher ist. Na, ich wollte auch mal ein bisschen Feuerstein. Na, dann haben wir jetzt wieder zwei du Leute mit zwei Stacks. Nee, du kannst gleich haben, aber nö, vielleicht... Das, nö. Ich kann jetzt die Feuersteinschere herstellen. Nur deswegen wollte ich das machen. Nö. Ja, dann Fuchsschwanz. Fuchsschwanz? Okay. Ja, stand hier. Guck mal, hier die Rinde nehme ich noch mit. Oh mein Gott. Hallo. Ach, eine Spitzhacke braucht man für... Wir haben hier mal wieder eine Libelle. Ja, ich habe keinen Dings mit. Boah, die hat aber richtig einen ins Auge gekriegt. Ja. Was braucht man hier? Eine Feuerstein-Spitzhacke, na klar. Die hast du noch nicht, ne? Nee, natürlich habe ich die nicht gebaut, weil ich dachte, wir brauchen eine Axt für... Oh mein Gott, Licht. Für Holzteile. Die Sonne kommt raus. Wäre auch irgendwie zu logisch gewesen, dass man für Rinde eine Axt braucht, ne? Ja. Och, der nächste grüne Käfer kommt. Karl, der grüne Käfer. Wir können ihn ignorieren. Lass mal weiter links gehen. Ja, okay. Kommt zu dir. Solange der nicht gerade Feuerstein bewacht oder so, kann er uns egal sein. War ein bisschen Roggen. Ja, dass ich ohne Pfeile aus dem Haus bin, ist natürlich jetzt ungünstig, ne? Ja, ist wirklich ein bisschen doof. Gecko ignorieren oder? Nee. Nee, Geckos brauchen wir. Ja, stimmt. Wir brauchen ja Leder. Oh, die haben echt eine komische... Ich finde Blocken mit E ganz schön schwierig. Na, vor allem, ich weiß ja gar nicht, wann genau ich blocken soll. Also wie gesagt, ganz kurz bevor die halt zuschlagen. Ja. Das war ja bei Dings auch schon, bei Grounded. Ja, stimmt. Immer im richtigen Moment. Da ist vorne ist garstig? Die nächste Libelle. Libelli? Libelli ist garstig. Libelli kommt recht schnell an und sagt dann so, hallo. Na guck mal, hier ist die Höhle. Mal links die Rückseite an der Höhle. Ach, jetzt habe ich auch Fuchsschwanz. Okay. Oh nee. Geh weg. Ja, die geht aber schnell kaputt. Ja. Na, explodiert sie gleich. Oder auch nicht. Wo ist sie denn? Ah, oh Gott. Hallo. Ausweichen kann ich heute wieder, ne? Ach, da hast du es aber gut erwischt jetzt. Okay. Die bewegt sich gar nicht mehr. Die hängt jetzt irgendwie so mit dem Kopf raus aus dem Stein. Da war sie kaputt. Ach, du machst schon. So schnell bin ich gar nicht an meine Spitzhacke gekommen. Ja, siehst du, also Profi-Farmer, der kann das. Farmrama hier. Insektenfett. Boah, es gibt aber also wirklich schon ein paar Vorkommen Feuerstein, aber da kommt halt nicht viel raus, ne? Nee, da muss man halt öfter mal hin. Oder wir finden irgendwann noch einen besseren Spot. Boah, 77 Schaden. Okay. Hast du gerade gekrittet, oder was? Ja. Wow. Ja, aber der geht schon sehr schnell kaputt, der Speer, oder?
Na, meiner ist noch ziemlich gut dabei. Naja, also dafür, dass wir noch nicht viel gekämpft haben, hat er jetzt auch schon, keine Ahnung, hier ein Drittel runter. Ja, ich habe noch nicht so ein gutes Gefühl dafür, was wirklich jetzt schnell kaputt geht und was nicht. Wow. Ey! Ich wollte blocken, ging nicht. Ja, das mit dem Blocken habe ich auch noch nicht raus. Aber der Vorteil ist, wenn man zu zweit unterwegs ist, braucht man das nicht unbedingt so dringend. Nee, dann lenkt man sich einfach gegenseitig ab hier. Feuerstein, falsch. Die 6, so. Schön drauf loshämmern hier. Okay. Nächster Gecko. Nee, also blocken bringt bei denen nichts, sag ich dir. Das bringt nichts. Fall um. Aua. Oh Gott, jetzt fall ich gleich um. Mama, geht ja dummer hätten. Nee, nee, ich heil mich gerade. Ja, wir haben halt einfach noch nicht die stärkste Rüstung, muss man dazu sagen. Und wir kämpfen auch noch nicht perfekt. Nee, das ist wohl wahr. Ja, der Plan ist auf jeden Fall, dass wir uns irgendwie Spinnenseide organisieren. Also, ja. Man könnte natürlich auch sagen, okay, man... Also, ich weiß natürlich nicht, ob das funktioniert, wenn einer das Viech rauspult und mal gucken geht, ob da... Ist das eine Höhle eigentlich bei dem? Ich weiß gar nicht. Ach, wir haben gar keine Dings mit für Wespen. Keine Pfeiler. Hm. Ach so, na, ich kann noch ein bisschen schießen. Ich hab... Warte. Ich hab noch 13 Pfeile. Boah, da werden wir auf jeden Fall mal... Ist denn so eine Stachelgiftkeule, ist das eigentlich Spitzerschaden schon, ne? Also Keule... Na, Keule ist bestimmt stumpf. Nee, aber wenn die halt so spitze Stacheln dran hat, so meine ich. Ach so. Von der Gift. Na, dann könnte sein. Müssen wir ausprobieren, wenn wir wieder da sind. Soll ich die mal pullen? Ja, mach mal. Komm mal her. Hui! Ah, die kommt schon von alleine. Wunderbar. Zoom, zoom, zoom. Das war flott. Das ist echt... Das sah gerade richtig witzig aus. Sie hat gerade einen Stachel nach mir gepiekt und du hast ja von der Seite richtig eine mitgegeben. So nach vorne gepiekt, so Ponk. Einfach so ein Schlag gegen den Kopf. Denn niemand legt sich mit mir an hier. Komm man da hin. Okay, also hier haben wir jetzt... Nee, mal, du hast noch Roggen da. Ja, wir brauchen auf jeden Fall die Saaten. Also wir brauchen das für Holz, weil wir die ganzen neuen Sachen, also die Waffen und sowas... Oh, da kommt eine Heuschrecke. Mit verfeinertem Holz. Hallo, wer bist du denn? Aber die Kakerlake? Kakerlake. Weiß ich nicht, die ist nicht gar... Doch, die ist garstig, oder? Jetzt schon. Wasserkäfer. Aber der tut nicht wirklich weh. Hat auch nichts Neues. Ach doch, aber der hat Kakerlakenfleisch. Ja gut. Das habe ich ja letztens gefunden. Ich weiß nicht, gegen wen der verloren hat, der Käfer hier irgendwie. Ja. Weil hier lag nämlich letztens schon mal so ein Zeug rum von dem. Ja, bestimmt gegen Gecko oder so. Holz. Also Feuerstein haben wir jetzt auf jeden Fall eine ganze Menge schon weggesammelt. Ja, aber es ist nicht viel. Nee, nee. Aber, ach, Sauerampfer. Feuersteinbeil war das hier. Ich hab jetzt 19. Ach, hier. Warte mal. Ja. Den Sauerampfer können wir noch nicht sammeln. Ach, du hast? Ich hab doch gesagt, ich habe eine Axt gebaut. Ach so, du hast eine. Ja, okay. Sauerampfer-Suppe. Oh. Nimm das. Kann ich eins einsammeln, bitte? Ja, hier. Ja, Sauerampfer-Suppe am Kessel. Sehr schön. Das hättest du auch einfach mitnehmen können, wenn du in der Base bist, weil jetzt haben wir schon wieder einen Haufen Zeug einfach doppelt. Ich dropp dir das. Ich dropp dir das hier. Du weißt ja gar nicht, was du eingesammelt hast. Na, Fasern, die habe ich vorhin eh schon gehabt. Naja, das ist jetzt hier nicht so viel Spezielles. Wo ist denn der Sauerampfer? Sehe ich gerade gar nicht. Macht nichts. Ich habe Platz. Alles okay. Kann schon mal den nächsten Gecko holen. Ja, da vorne. Oh Mann. Hä, es ist schon wieder kalt. Was ist? Nee. Warum ist denn das hier kalt? Ist doch jetzt gar kein Winter mehr, oder? Nee, stimmt. Es ist gerade Frühling geworden, aber es ist trotzdem kalt. Ich habe jetzt schon wieder eine Suppe eingeschmissen. Hm. Und jetzt ist mein Speer tatsächlich auch zur Hälfte runter. Gecko hängt an der Flasche. Eine gute Flaschengecko, wir kennen nicht. Aber das ist halt schon krass. Das man ist konnte so doch kalt. Irgendwie ausweichen. Mit so eine Rolle machen. Ja, mit Steuerung. Immer noch. Ah, habe ich ewig nicht benutzt. Siehst du? Und am besten durch den Gegner durchrollen. Ja, wenn man die Ausdauer hat und nicht gerade geschubst wird ohne Ende. So. Gecko-Freund, so nicht.
Oh, da vorne ist wieder der nächste grüne Käfer. Da drüben sieht auf jeden Fall aus, ob man da wohnen könnte. Ja, da waren wir doch letztens, oder? Also nicht waren, aber wir haben rübergeguckt. Das war doch das, wo du meintest, sieht aus wie Ruinen. Ja, aber da kommen wir doch nicht rüber. Nee, da kommen wir auch noch nicht rüber. Da müssen wir irgendwann fliegen können. Ja, oder ein Boot bauen. Ja, ich glaube, ein Boot gibt es nicht mehr. Es gibt so eine Rüstung, mit der man fliegen kann. Oder gleiten zumindest. Das geht. Ja, den lassen wir mal in Ruhe. Ja, okay. Oder könnte man hier rüber? Über die Steine? Ja, davor. Über die Brüste. Naja, wobei. Ja, doch. Ach komm. Was mal probieren? Berühmte letzte Worte. Weil die Dings kommt. Nee, die kommen noch doch, nicht. Kommt. Jetzt kommt sie. Oh. Also ausweichen kann ich nicht. Bin ich zu doof für. Hey! Aua, hat uns beide erwischt. Kann man von oben nicht treffen. Schön. Komm runter. Libelli. Komm mal her hier. Ja, das ist ein bisschen blöd, hier oben zu treffen. Ah, jetzt ging's. Ach. Nee. Komm runter. Er ist halt blöd auf der Höhe. Ja, ist okay, aber... Na, ich kann die nicht treffen. Ah. Ich pieke halt immer im falschen Moment. Naja. Hast du noch Pfeile? Ja, aber nicht viele. Jetzt hast du sie. Ja, reicht schon langsam hier. Okay, gehen wir mal weiter. Boah, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Also man kommt. Ich glaube, das ist eine super Idee. Ah. Könnte ein bisschen eng werden hier. Man ich glaube, halt das springen. Ist keine gute Idee. Ich glaube schon. Na, du kommst ja nie wieder zurück. Ach doch, da kommt man auf den Stein rauf. Das geht schon. Oh Gott. Oh Gott. Also. Oh Gott. Was machst du denn? Ich weiß auch nicht. Ich bin vorne hängen geblieben. Kannst du springen? Nee. Oh, GZ. Na, ja, warum ist er denn so vorne nicht über den Stein, über den Stock gelaufen? Oh, ey, ich hasse so eine Alpha-Wände, ey. Also Alpha-Wände sind halt wirklich ernsthaft belastend. Ja. Ich bin auf dem Weg. Ich warte hier mal kurz. Anstatt der vorne einfach runterläuft. Nee, dann muss er an irgendeiner blöden Kackwand hängen bleiben. Ja, dann kann ich mal kurz gucken, ob ich irgendwie, weiß nicht, mal eine Werkbank herstellen kann. Ich hoffe nur, dass mein Zeug nicht irgendwo im Wasser liegt. Nee, es liegt oben. Der Grabstein ist direkt auf dem Ast. Ich stehe ja hier. Wir haben schon übrigens überlegt, ob wir irgendwie demnächst mal umziehen auf einen anderen Baum, der vielleicht ein bisschen näher an den Sachen dran ist, die wir jetzt aktuell brauchen. Weil ja, oder nicht unbedingt umziehen, sondern dass ich halt irgendwo noch einen Baum wir ziehen claimen kann. Punkt. Ach, wir ziehen um. Gut, wurde jetzt schon festgelegt. Sehr schön. Ja, weil das Problem ist, hier oben gibt es ja nur die billigen Rohstoffe. Also ganze Zeug, so Feuerstein und Sauerampfer und so ein Zeug, das gibt es ja alles viel, viel weiter weg von uns und da muss man halt jedes Mal hinlaufen. Ja, das stimmt. Ich glaube, da wäre rumziehen halt auch schon gar nicht so schlecht. Dann müsste ich jetzt auch nicht so weit laufen. Das ist richtig. So, jetzt bin ich gerade wieder verwirrt. Wie konnte man denn bauen? Mit dem Hammer, immer noch. Also ich habe den Steinhammer, aber hier steht nur leichter Angriff, schwerer Angriff. Das ist nicht der richtige. Ja, dann hast du nicht den Bauhammer. Das ist nicht der Bauhammer. Ich muss mal kurz gucken, habe ich den überhaupt mit? Oh, ist das weit bis da runter? Es ist weit. Ich habe gar keinen Bauhammer mit. Na super. Mandibelspitzhacke. Was braucht man denn, um den herzustellen? Bauarbeiterhammer. Das glaube ich jetzt nicht, dass ich den nicht habe. Aber ich habe ihn nicht. Ich habe jetzt keine Zeit zu gucken. Nee, du musst auch nicht gucken. Ich baue den einfach. Ich frage mich, warum habe ich eigentlich meine Waffe noch in der Hand? Hey. Die behält man tatsächlich in der Hand. Das ist mir letztens auch aufgefallen, wo ich gestorben bin. Also die Sachen, die man in der Hand behält, behält man dann ja, beim Tod. Ja, aber nur das. Bei sich. Nur das. Okay. So, was fehlt denn? Harz und Holz. Okay. Ja. Also, ich werde jetzt noch nicht darüber gehen alleine, weil da ist... Hey, Käfer, schubst mal nicht so. Da ist eine fiese Libelle. Ey, Mann. Wow. Also, ich warte auf dich, ja? Und es ist natürlich kalt. Klar, es ist kalt. Ja. Und ich habe keine Ausdauer. Dann geh doch nochmal kurz zurück. Hol dir was gegen die Kälte. Wir haben noch genug. Ja, aber warum ist das denn das hier im Frühling so kalt? Das weiß ich nicht. Geh weg, Käfer. Also ein bisschen ins Wasser kann man auf jeden Fall. Das habe ich auch gerade probiert. Und einige Steine sind hier auf jeden Fall nicht ganz dicht. Das ist schön. Mann, geh weg, Ameise. Ja, ich gehe mir auf jeden Fall Sachen jetzt zusammensammeln für eine Werkbank. So.
Muss ich nur wieder rüberkommen. Das ist jetzt ja schon mal der Test, ob man überhaupt zurückkommt. Aber es sieht an sich ganz gut aus. So, mal gucken. Ist aber ein ziemlich frischer Frühling, muss ich sagen. Ja, aber das kennt man ja. Ne? Manchmal ist es im Frühling halt wirklich frisch. Da musst du noch ein bisschen mehr als eine Übergangsjacke tragen. So, Käfer, lass mich in Ruhe. Wenn ich raten muss, würde ich sagen, das reicht nicht bis runter. Du hast halt auch nicht zum Wärmen mit. Du hast nicht von mir gelernt, von meiner Frustration letztens nach der Aufnahme. Nein, da war da nichts frustrierend. Na doch, ich bin ja dauernd abgekrebelt vor Kälte. Das war ja genau das gleiche Problem. Wobei aber, ich glaube, jetzt geht's wieder. Ach, jetzt wieder wärmer. Ach Mensch, na, der Sommer Gott kommt. Sei Dank. Die Sonne ist auch gerade rausgekommen. Das ist schön. Ja, es war, glaube ich, gerade irgendwie ein bisschen stürmisch. Ja. Bin ich überhaupt richtig? Ja, du, also du warst vorhin an der Küste lang oder am Strand? Oh Gott, ich bin ganz woanders abgebogen. Super. Ich muss noch weiter darüber. Das ist ja blöd. Ah, ich bin auch gerade woanders gelandet. Ich dachte, ich bin schon da. Also ich bin nicht falsch abgebogen, aber ich bin noch nicht an der richtigen Stelle. Das war ja gerade die Stelle, wo die Geckos am Anfang waren. Naja, ich lauf mal. Ja, ach, alles gut. Ich hoffe einfach, dass der Käfer mich hier nicht aufschießt, aber ich mache ihn einfach kaputt. Komm her, Käfer. Wir kriegen das schon hin. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man stirbt, also wo man da direkt respawnt. Also wir können ja im Bett respawnen. Ach so, also aber man kann sich das ja nicht aussuchen. Man kann sich das ja nicht aussuchen. Naja, wenn du jetzt zum Beispiel einen Baum übernehmen würdest, ja. Wie könnte man denn dann festlegen, dass man auf dem Baum spawnen möchte? Oh, jetzt wird es auch noch dunkel. Ach, geh doch weg. Das ist eine gute Frage. Weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe gerade ein bisschen Panik. Der Käfer setzt mir ein bisschen zu. Ja, ich bin gleich da. Ja, ja, alles gut. Aber das Problem ist, es wird halt dunkel. Ja. Das heißt, es wird gleich wieder kalt. Und wir sehen wieder nichts. Kann man nicht irgendwie einen Schlafsack irgendwo hinbauen? Nee. Boah, das war schon mal das. Käfer kaputt. Käferkompott. Ah ja, du bist da. Also, da vorne. Ja. Hallo, hinter dir ist ein Käfer. Ja, kann ich gleich nochmal eine Alpha-Wand abprallen. Nee, lieber nicht. Dann folge mir einfach auf dem Fuß. Wir springen jetzt nochmal rüber. Ja, ich weiß schon, wo das Problem ist, aber ich bin einfach davon ausgegangen, dass man vorne über den Ast runterlaufen kann. War nicht so. Und beim Springen bin ich genau gegen diese blöde Alpha-Wand geknallt. So, dann hoffen wir mal, dass das jetzt nicht passiert. Das ist eine richtig blöde Idee, im Dunkeln darüber zu gehen. Das ist bestimmt ein High-Level-Gebiet, da rennen bestimmt T-Rexe rum. T-Rexe rennen da rum. Ja. Auf jeden Fall. So. Einfach runterstürzen. Ich glaube, du kannst alles tragen. Habe ich hier noch eine Fackel eigentlich? Aber genau das Gleiche. Was ist denn los bei dir? Das halte ich doch nicht aus. Ich wollte drüber hüpfen und da war so eine blöde Kante. Meine Güte. Mein Gott, mach's wieder spannend. Einmal mit Profis, nicht wahr? Ich brauche eine Fackel. Stell dir bitte also auch eine her. Das ist ein Trollzweig. Ja. Achso, du hast Holz und Harz, oder? Nee. Nein? Also ja. Wofür? Na, für eine Fackel. Ach, eine Fackel. Wer will denn Fackeln? Es wird gleich dunkel. Mit einer Fackel kann ich nicht kämpfen. Du kannst Dinge anzünden. Was ist das da vorne? Einfach nur eine Treppe. Ja, oh, ich kommt bestimmt gleich irgendwas richtig Ekelhaftes. Aber genieß vorher hier den Sonnenuntergang. Ja, schön. Der letzte Sonnenuntergang, bevor wir gefressen werden. Ja, wir schauen mal. So, Libelli. Libelli, komm. Libellen ohne Pfeil und Bogen sind einfach Mist. Ja. Du musst sie einfach nur pieken, wenn sie gerade losfliegen will. Na, wollte ich, aber ich treffe sie nicht. Die ist immer ein bisschen zu hoch für mich. Au. Ach, ich bin drüber gesprungen. Sehr schön. So, jetzt komm. Flupp. Okay. Ab nach oben. Sag mal, hoch. Mhm. Halt dich doch mal fest. Okay. Ja, es wird finster. Ist hier irgendwie in der Nähe, den wir besuchen können? Das wäre ganz cool, ne? Aber ich sehe zumindest keinen NPC auf der Karte. Guck auch nochmal. Nee. Aber was ist denn das für ein Gebiet unten rechts? Das sieht schon aus wie ein größeres Feld oder so. Auf jeden Fall sind wir hier in irgendwelchen Ruinen, Gärten, keine Ahnung. Sammeln kann man hier nichts. Oh oh, da fliegt was Großes da vorne. Oh Gott, da kommt was Großes. Oh, Mama Libelle oder was? Das sieht aus wie Hornissen. Oh nein. Die sind doch riesig. Oh Gott.